Willkommen zurück in der zauberhaften Welt von Neri, meine Freunde. Ja, die viel diskutierte Folge 100 ist vor kurzem irgendwann rausgekommen, vor einigen Tagen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es letzten Endes jetzt her gewesen sein wird. Aber da wart ihr ja relativ gespaltener Meinung, wie das denn jetzt so angekommen ist letzten Endes. Überraschenderweise hat ein sehr großer Teil von euch, also doch schon gut die Hälfte aller Kommentierenden gesagt: Was, Skyrim? Ich hasse Skyrim! Oder etwas in der Richtung. Na gut, dann wollen wir aber mal das hinter uns bringen, hinter uns lassen, die Folge 100, und jetzt mit dem eigentlichen Nerim weitermachen. Hier will ich nochmal kurz darauf hinweisen, wir sind jetzt mittlerweile bei der Mine am verschütteten Pass angekommen. Ich habe mir den Weg hier hinter der Faltrindfeste vorbeigebahnt. Und ich würde sagen, bevor wir hier tatsächlich in der Mine weitermachen, ich habe noch ein paar Aufnahmen von dem gemacht, was ich so erlebt habe auf dem Weg hierher. Also so ein, zwei kurze Clips, die werde ich kurz mal noch für euch abspielen und dann machen wir gleich weiter. Gut, dann wollen wir mal jetzt hier in die Mine reinmarschieren. Irgendjemand hatte mir auch gesagt, dass es bei diesem einen Teich da mit den Goldnuggets angeblich auch ein Achievement gäbe. Aber ich habe da irgendwie keins bekommen. Ich denke, ich hatte alle aufgesammelt. Alle Nuggets, falls davon überhaupt das Achievement abhängig ist. Aber ich weiß es nicht. Ich habe hier von unten noch ein paar Eispranken gesehen, die wollen wir natürlich nicht verpassen. So. Und oh, da oben ist noch mehr. Muss alles erkunden gehen. Muss versuchen. Ah, sehr gut. Autos, die draußen an meinem Fenster vorbeifahren, zu ignorieren. Aber keine Feuerfunkenkapseln, wie es aussieht. Nur die ganz normalen Eispranken. Kann ich mich noch hier irgendwie weiter hochstielen? Hier sind so schön viele Klettersteine. Das ist hier hochprofessionelles Mountain Climbing. Na, komm schon, das sieht hier doch so aus, als ob man hier... Yes! ...hoch könnte. Ich weiß noch nicht, ob mir das irgendetwas bringen wird, aber wenn wir schon mal hier sind, why not? In letzter Zeit habe ich auch immer wieder so ein paar Kommentare hier und da gelesen, wo Leute mir gut gemeint sagen: Stone, mach mal unbedingt mit der Hauptquest weiter. Erstens, wir sind geil auf die Hauptquest. Zweitens, wer weiß, ob du die überhaupt noch fertig schaffen wirst, mein lieber Stone. Bevor Enderal rauskommt, ja, ja, meine Freunde, das schaffen wir, das machen wir locker vom Hogger. Ich glaube, das wird hier langsam ein bisschen zu steil. Aber das sieht ja einfach so aus, als ob man überall immer weiter hoch könnte. Verdammt, das ist so verführerisch. Muss extra Loot sammeln. Ihr versteht nicht meine RPG.
Bedrängnisse, mein großes Verlangen, ständig extra Loot irgendwo einzusammeln, das ist der Wahnsinn. Sieht aber ziemlich steil aus und da oben sieht es auch schon so ein bisschen aus, als ob die Steine in der Luft schweben würden. Also, sprich nach relativ unwegsamem Gelände. Nicht unbedingt so, als ob man wollen würde, dass ich da tatsächlich bis in den letzten Winkel vordringe. Okay, gehen wir einfach mal den Weg wieder zurück. Ich gehe jetzt in die Mine. Wir haben immerhin 3 Traglastpflanzen gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich die hier auch noch drin habe. Können wir gleich mal gucken. Genau, 3 Stück haben wir gefunden und auf dem Weg hier zur Mine habe ich noch eine Feuerfunkenkapsel gefunden und noch eine andere Eispranke. So. Damit hätten wir uns auch schon mal ordentlich gepusht. Damit wären wir bei Glück, mit Glück bei 39. Das heißt, wir werden immer weniger skillen müssen, wenn das so weitergeht. Ich glaube, ich werde sogar jetzt die nächsten Punkte eher in Stärke setzen, weil Glück geht doch ganz gut voran, wenn wir so ein bisschen mal erkunden gehen. Da lässt sich doch einiges finden. So, jetzt aber. Alter Minenstollen, auf geht's hier rein. Und ich glaube, hier ging es jetzt weiter mit dem Hausbesitzer, mit dem ehemaligen. Das war die Quest. Ja, mal hier so ein bisschen in die Karte reinzoomen. Wir wollen uns ja nicht spoilern. Ich selbst gucke auf die Minimap in Innenbereichen eigentlich nur, wenn wir wieder raus wollen. Damit ich den Weg umso schneller und einfacher finde. Nicht um mir irgendwie den Weg hier vorher schon zusammenzusammeln. Das ist nicht meine Absicht. Und ich gucke eigentlich auch nie drauf. Hallo? Das sieht hier so ein bisschen verlassen aus. So, mein Freund, du wolltest also deine Mutter hier oder deine Familie allgemein besuchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wie es aussieht, hat das nicht so gut geklappt. Und sonst ist hier auch nichts, ein abgesperrter Bereich. Also er hat ja gemeint, er vermutet, dass seine Mutter bzw. Vater oder vielleicht auch beide eventuell hier leben. Ich will nicht wohnen sagen, das sieht nicht aus wie eine Behausung. Wow. Bisschen creepy, aber ich muss von diesen armen Leuten direkt mal das Gold einstecken. Natürlich nur, um es sicher zu verwahren und dieser Raum sieht mir hier sehr bekannt aus. Ich glaube, das ist... Ich dachte, ich hätte gerade eben Kampfmusik gehört. Ich glaube, das ist der Nachteil, wenn man wirklich so viel erkunden geht wie ich. Dann nach einer Weile, so schön dieses Spiel auch ist und so viel Detail... mit so viel Detailreichtum es auch kreiert wurde, dieser Raum ähnelt einem Raum, ich glaube, aus der Stahltrossmine. Oder einer anderen Mine, wo wir bereits waren. Ja genau, hier war das genauso, auch so ein Zwischenraum und da ging es noch weiter. Diesmal nicht. Eine Nachricht und ein bisschen Gold, das muss auch sein, sehr gut. Rolle der Stille, aha. Ein paar Spitz... Oh yes, 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 money, money! Vor diesem einen verwüsteten Haus da, wo der abgeschlagene Kopf davor liegt... Als wir das erste Mal an dem vorbeigelaufen sind, war da ja auch überall Geld vor der Tür. Und hier jetzt auch. Werden wir vielleicht einen, die Überbleibsel eines reichen Mannes finden? Eine weitere Nachricht. 10. März 1012 nach Treomar. Die Zeit, in der man in diesen Minen noch Mineralien finden konnte, scheint vorbei. Von der einstigen Größe dieser Anlagen ist nicht viel geblieben. Viele Stollen liegen mittlerweile brach oder sind verschüttet. Keiner der Bergleute ist noch hier. Ich kann Vater nicht finden. Ob weiter unten noch gearbeitet wird? Ich werde tiefer steigen müssen und nach ihm suchen. Ich muss wissen, was mit meiner Familie ist. Oder auch geschehen ist. Also ich glaube, seine Mutter sollte da in diesem verlassenen Haus da noch wohnen, wo der abgeschlagene Kopf war. Und er hat jetzt vermutet, dass seine Mutter zu seinem Vater gereist ist. Eventuell, also hier in diese Mine, wo der Vater arbeitet. Ich glaube, so war die Story aufgebaut, wenn ich mich recht erinnere. Und wir steigen weiter hinab. Und
Oh, das sieht interessant aus. Sobald die ersten Monster kommen oder Zombies oder was auch immer, denke ich, können wir davon ausgehen, dass keiner mehr leben wird. Weder der Sohn, noch der Vater, noch die Mutter. Und das sieht ja verdammt geil aus. Ich weiß nicht, warum ich das so geil finde. Aber ich mag bunte Wurzeln. Und nein, jetzt kommt nicht das, was ihr denkt, was kommt. Ist das Model neu von der Laterne? Irgendwie ist mir das noch nie so sonderlich aufgefallen. Aber eins kann ich sagen, die Kette hier oben ist besser modelliert als die Ketten in Skyrim. Hoppala! Oh Gott, ich brenne! So. Ein paar Pilze. Gott, muss Alchemie skillen? Oh, da fällt mir ein. Ich habe ja jetzt noch gar keine Alchemie-Punkte geskillt. Nach meinem letzten Level-Up, vor meinem nächsten Level-Up, damit ich noch meinen Intelligenz-Boost bekomme. Es ist verdächtig still. Warum ist es so still hier? Ist das schon ein Kampf? Noch nicht. Ich habe immer so ein bisschen Panik bei solchen Höhlen und wenn solche Musik hier aufkreuzt. Das ist wieder diese Didgeridoo-Musik. Sie kündet Unheilvolles an. Na gut, langsam wird mir das ein bisschen zu doof, mit den ganzen Pilzen hier, die einzusammeln. Und sie tragen schön zur Stimmung bei. Wo zum Teufel? Oh oh, das sieht hier ein bisschen einsturzgefährdet aus. Sind das auch Pflanzen? Nein, sieht ein bisschen nach Stängeln mit Efeu aus oder sowas. Hallo? Oh. Ich glaube, die Leute, die hier gemint haben, haben einen Durchgang entdeckt. Haben eine Wand eingerissen und sind dadurch auf eine Ruine gestoßen. Oh, das, jetzt wird's interessant. Eine weitere Nachricht. 1. April 1012 nach Treomar. Der Stollen endet und ein Durchbruch in ein altes Gemäuer liegt vor mir. Vater muss diese alte Stätte entdeckt haben. Ich muss weiter. Hallo? Oh, diesmal kein Quest-Update? Okay. Na, ohne die Fackel sieht das eigentlich auch ganz hübsch aus. Ich habe irgendwie die letzten Stunden Morrowind angehabt. Da im Vergleich dazu jetzt denke ich mir bei den ganzen Oblivion-Texturen awesome! Was nicht bedeuten soll, dass Morrowind ein minderwertiges Spiel ist, das ist trotzdem verdammt geil. Übrigens danke an dieser Stelle an Diskiller, mein Freund, falls du diese Folge schaust. Er hat mir nämlich möglich gemacht, Morrowind zu spielen. Ich habe es ja selbst nie gezockt. Oder wenn, dann nur die ersten 2 Stunden oder sowas, also nicht sehr intensiv. Wo gehen wir zuerst lang? Ich würde sagen, wir machen kurz einen kleinen Abstieg hier nach unten. Und da fällt mir ein, ach, was ich euch auch noch sagen kann, bei Morrowind... Ich habe es nämlich jetzt letztens versucht, so ein bisschen zum Laufen zu kriegen. Also es läuft natürlich, aber ich will diesen Overhaul-Mod eigentlich laufen lassen. Da gibt es ja so einen wunderschönen Morrowind Overhaul 3.0. Der ist richtig, richtig nice und lässt Morrowind verdammt gut aussehen. Leider ist er aber nur kompatibel mit der englischen Version oder der französischen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weil ich mir ehrlich gesagt überlegt habe, nicht Skyrim, sondern Morrowind euch vorzustellen. Weil ich Morrowind selbst noch gar nicht kenne. Und das so als mega langes Projekt nebenbei laufen zu lassen. Und ich kann das Spiel ohne Probleme in 1000... Ich habe mal ein bisschen einen rauen Hals. Erstmal einen Schluck trinken. Ich habe kein Problem, Morrowind bei 1080p laufen zu lassen. Das ist echt kein Problem. Oh! Oh nein! Was? Oh Gott! Hör du bloß auf! Bäh! Bäh! Igitt! Igitt! Dreckige Spinnen! Hasse Spinnen! Geh weg! Oh Gott! Igitt!
Gott, ich sollte echt aufhören, so eine Pussy zu sein. Aber es sind Spinnen. Jo. Stufe 24, okay. Bäh. Je haariger, umso ekelhafter. So, ich wollte eigentlich gucken, ob ich mit E hier diese Leiter aktivieren kann. Oder irgendwie anderweitig hochklettern kann. Na, komm schon. Yes. Oh. Mm. Yes. 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 Oh, yes. Sollte ich schon hier sein? Ich weiß es nicht. Na, ich meine, wenn die mir da eine Leiter hinstellen, wird das schon seinen Grund haben. Bejesus. Oh, ich glaube, es war komplett unnötig, dass ich die Leiter genommen habe. Damn it. Sie hat nur dem Design beigetragen. Es war keine rein praktische Leiter. Ich laufe mal so ein bisschen ohne Fackel hier rum. Das trägt auch so zur Stimmung bei. Und ich finde, man kann hier noch ziemlich gut sehen. Und dieser Vater, falls er wirklich die Mauern alle durchgebrochen hat, dann Respekt. Der muss ja Arme wie Schraubstöcke haben. Das ist ja brutal. Das sind hier 4 massive Steinplatten, die er durchschlagen hat. Mit einer Schaufel. Merkt euch das, da vorne dran lag eine Schaufel. Holy moly. Die Schaufel war extrem gut und seine Arme war extrem brutal. Sonst kann ich mir nicht erklären, wie zum Teufel er hier durchgekommen ist. Was ist das da? Jetzt muss ich doch nochmal kurz die Fackel anschmeißen, okay. Das da hinten sieht ein bisschen nach einem Schatz aus oder sowas. Kurz die Fackel, um zu gucken, dass ich hier oben auch wirklich nichts verpasst habe und... Okay. Ist das hier irgendein Fluch? Ah, Spinne. Stop it. No. 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 Go away. Fucking spiders. Niemand mag Spinnen. Ich will trotzdem gerne wissen... Das sieht aus, als ob sie durch einen Fluch oder irgendwas in Statuen verwandelt wurden. Mutter, Vater, Sohn, könnte sogar hinkommen. Versteinerter. Ist hier irgendwas? Goldener Kelch. Versteinerter Kaufmann. Oh, das ist er. Nachricht. 5. April, 4 Tage später. Wow, da hat lange hier rumgeirrt. Ich traue meinen Augen kaum. Was ich hier sehe, muss einer der größten Schätze dieser Welt sein. Gold bis zur Decke, Edelsteine, Diamanten, feinste Perlenketten. Aber von meiner Familie ist hier keine Spur. Nur seltsame Statuen überall. Die eine schaut Vater ein bisschen ähnlich. Zufälle gibt's. Was hat es mit diesem aufgebahrten Kelch auf sich? Ich fand inmitten dieser gewaltigen Schatzkammer den Kaufmann und seine Familie in Stein verwandelt. Obgleich mich der Kaufmann in seinen Briefen zu wohl einem der bedeutendsten Schätze Nerims geführt hat, sollte ich aufpassen, welchen Teil des Goldes ich einstecke, damit mir nicht das gleiche Schicksal widerfährt. Besonders diesen Kelch hier sollte ich nicht anlangen. Okay. Das Lehrbuch nehmen wir mal mit. Rune Entbürdung. Ah, sowas wie Feder, sehr gut. Trank der Tragkraft, ah. Oh, mich reizt es trotzdem, das Ding mal anzufassen. Silberkaraffen. Die Krone geht nicht. Ich speichere mal, aber ich glaube hier so die ganz normalen Sachen, die hier rumliegen. Oh, ein Goldbarren. Oh, yes. Versteinerte. Versteinerter. Also Vater, Mutter und hier der Kaufmannssohn, der seinen Zettel natürlich erstmal fertig geschrieben hat und in der Hand behalten hat. Oh, wie geil! So viel Gold! So viel Gold! So viel Gold! Es ist so schön! So viel Gold! So viel Gold! Ich liebe Gold! So schön! So viel Gold! Es glitzert so schön! Na 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 na! Na 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 na! Edelsteine! 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 Ja, aber wie es aussieht, können wir von den ganzen Diamanten und so nichts anfassen, nichts looten. Die Kisten, da ist auch nur Gold drin. Sonst ist hier nichts, einfach ein paar Steine. Zwar schön und nett, aber schade, dass man die Goldhaufen nicht looten kann und dann vielleicht irgendwie so, keine Ahnung,
1000 Münzen oder so? Ich meine, 1000 Münzen wären eigentlich vollkommen in Ordnung. Wir besitzen 9000, das wäre jetzt nicht so ein Mega-Gewinn. Aber ich muss auf jeden Fall ausprobieren, was es bringt, wenn ich diesen Kelch hier drücke.